Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für weitere Erklärungen zu unserer Übung oder vielmehr zu unseren Übungen. Lass mich versuchen, ein paar Stadien zu skizzieren, wenn wir Achtsamkeit üben und keinen Anker haben für diese Achtsamkeit oder vielmehr für diese Aufmerksamkeit, wenn wir etwas strenger sein wollen und den Begriff der Aufmerksamkeit von jedem der Achtsamkeit unterscheiden, dann bedeutet es zuallererst einmal, die Aufmerksamkeit geht dorthin, wo sie gerade hingerufen wird. Durch den jeweils stärksten Reiz, den jeweils neuesten Reiz, durch den jeweils vielleicht interessantesten oder schmerzlichsten Reiz, wird sie irgendwohin abgerufen. Ich bin da und ich spüre ein Drücken hier und dann geht meine Aufmerksamkeit hier hin, ich korrigiere die Haltung, dann ist gut. Dann kommt mir was in den Sinn, dann geht sie dorthin, dann bewegt sich jemand hier drüben, dann geht sie dorthin. Ja, das ist das Nullstadium von Aufmerksamkeit. Das ist quasi pure, unwillkürliche Aufmerksamkeit. Wartet, bis etwas passiert. Und wenn etwas passiert, geht sie dorthin. Ja, wenn es schnell und plötzlich und überraschend ist, dann geht sie ein bisschen schneller hin oder ein bisschen aufgeschreckter. Wenn es nicht so schnell ist, dann geht sie jeweils dorthin, wo es am meisten was spricht, wo was zu holen ist. Das ist quasi so das Nullstadium von Aufmerksamkeit. Kein Training, kein Anker, keine Kontinuität. Das nächste Stadium ist so etwas wie, ich wähle einen Ort, wo ich diese Aufmerksamkeit versuche hinzulenken. Willkürliche Aufmerksamkeit, Entscheidung. Ich wähle diesen zum Gegenstand meiner Aufmerksamkeit jetzt. Einen Atem, eine Melodie, der ich zuhöre, einen Menschen, dessen Gesicht ich ergründe auf seine Regungen. Ja? Ich habe quasi einen Ort, wo meine Aufmerksamkeit gewählterweise hingeht. Nicht, weil sie dorthin gezerrt wird, sondern weil ich es gewählt habe. Weil ich mich orientiert habe, diesen Ort, diesen Prozess, diesen Gegenstand für besonders wichtige Orte. Das ist meine Entscheidung und die Erfahrung ist dann, dass ich da immer wieder weggerissen werde. Ja, ich bin auf der Spur und dann werde ich da immer wieder weggezerrt. Ich kann das Objekt nicht halten. Alles, was ich kann, ist merken, dass ich weggezerrt werde, von was auch immer, und zurückkehren. Das ist, was wir tun mit Atmungsachtsamkeit. Wenn der Geist wegdriftet in Gedanken, in Träume, bringe ich ihn zurück. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Zurückbringen, dass ich so wie ein Scheitern anfühlt, ist eine ganz wichtige Phase von Meditationsübung. Mit jedem Zurückbringen dieser Art, wieder das Objekt, das ich mir vorgenommen habe, ursprünglich wieder zu bekräftigen, mit jedem Mal stärke ich die Neigung des Geistes, dort zu verweilen, und ich schwäche die Neigung des Geistes, wegzuirren, ja? Assoziativ sich zu verästeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fühlt sich nicht großartig an, aber ist ganz wichtige Spartenarbeit. Stadium 2, also ich habe einen Anker, oder Stadium 1 vielmehr, ich habe einen Anker, aber ich werde immer wieder weggezerrt und muss zurückkehren. Stadium 3 ist vielleicht sowas, ich habe einen Anker und ich bleibe einigermaßen auf der Spur. Ja? Da brabbelt es links und rechts, da schubst was an, da kriege ich gelegentlich so einen Ellenbogen in die Rippen und sagt, hey, hier, komm doch mal, oder du, glaub mich, ich bin der letzte wichtige Gedanke. Ja, die kommen, die haben alle einen Appellcharakter. Ich weiß nicht, was mit euren Gedanken ist, aber meine, die wollen alle was von mir. Schau mich an, ich bin wirklich klug, oder ich bin wichtig, oder so. Oder nimm mich ernst. Ja. Wenn du mich nicht ernst nimmst, dann geht's wirklich. Dann geht's saures, oder dann passiert was Schreckliches. Tu was, sitz hier nicht einfach so rum. Das ist doch eine Gelegenheit, endlich was zu klären, was aufzulisten, was zu schreiben. Hab endlich Ideen, du wolltest doch schon lange und so weiter. Ja? Alle meine Gedanken, die sagen solche Dinge. Die kommen nicht einfach so und sagen ihr Ding, sondern die wollen was von mir. Die haben eben auch einen Appellcharakter. Nicht ganz so tiefschürfend wie die vier Wahrheiten, aber die wollen was. Ich soll sie weiterdenken, das sind die Schlimmsten. Denk mich zu Ende und ich gebe Ruhe. Auf der Autobahn heißt es so, letzte Tankstelle vor der Autobahn. Ich habe solche Gedanken, die sind so.
letzter kluger Gedanke vor der großen Stille. Also, poste mich aus. Ja. Nur noch einer zum Abgewöhnen. Also Stadium 2 jetzt. Ich bin auf meinem Objekt und die sagen noch ihr Ding, knabbern noch so an den Rändern meiner Aufmerksamkeit rum und schubsen gelegentlich. Aber im Großen und Ganzen habe ich eine Art Objektkonstanz mit dem von mir gewählten Prozess oder dem von mir gewählten Objekt oder dem von mir gewählten Bereich meiner Aufmerksamkeit. Ja. Das ist, damit beginnt es interessant zu werden an diesem Punkt. Ja. Von dort, denke ich, kann man Aufmerksamkeit, wenn sie Kontinuität hat, kann man also eine Art fließende Qualität von Aufmerksamkeit, dort kann man sie beginnen, Achtsamkeit zu nennen, wenn sie auch noch heilsam ist. Dort wird es interessant, ich kann an was dranbleiben. Alle Magie im Sitzen und im Ergründen stellt sich dort ein, wo wir länger an etwas dranbleiben, als wir unserer Gewohnheit nach tun würden. Dort beginnt Achtsamkeit wirklich verwandeln zu werden. Wir beginnen Muster zu erkennen. Wir surfen nicht nur mit unserer Aufmerksamkeit zu dem jeweils intensivsten Moment zum nächsten intensiven Moment. Ja. Und wenn es ein bisschen weniger intensiv wird, drehen wir weg. Ja. Das ist so, wir sind nur eigentlich an der Welle ganz oben, kurz vor der Kimme interessiert. Und wenn es über den Buckel geht, dann springen wir ab auf die nächste Welle sozusagen. Und sobald es uns gelingt, Konstanz zu halten mit dem Objekt, ohne dass das bereits sehr tiefe Sammlung wäre, wir sind immer noch gestört gelegentlich, aber im Grunde bleiben wir dran. Da beginnt es wirklich interessant zu werden, da beginnt die Achtsamkeit wirklich Kraft zu entwickeln. Das nächste Stadium ist eine Achtsamkeit, die mittlerweile eine räumliche Stabilität hat. Das ist ein Gewahrsein, dieses kollabiert nicht mehr auf das Objekt. Das ist ein Achtsamkeitsraum, oder ich nenne das oft ein Feldgewahrsein, und in diesem Feldgewahrsein tauchen Einzelerfahrungen auf und vergehen, ohne dass mein Feldgewahrsein kollabiert auf die Dinge. Ja? Die Dinge kommen und verschwinden, aber die Achtsamkeit kommt und verschwindet nicht mehr mit den Dingen. Sie ist objektunabhängig geworden. Das ist eine leichte Verschiebung des Akzentes. Und diese Sorte von Aufmerksamkeit, diese Sorte von Achtsamkeit, dort beginnen wirkliche Verwandlungsprozesse stattzufinden. Erstens mal taucht dort Sammlung auf, im größeren Stile. Zweitens mal kriegen wir überhaupt erst die Perspektive auf das Objekt. Bislang waren wir fokussiert auf das Objekt und versuchen dran zu bleiben. Jetzt kriegt dieses Objekt Kontext. Es kriegt eine räumliche Dimension und ein Gewahrsein, das nicht mehr in sich zusammenfällt, das nicht mehr abhängig ist von Objekten, das nicht mehr abhängig ist von Atemempfindungen kleinen, sondern ein Gewahrsein, in das die Atemempfindungen hinein auftauchen und verklingen, ohne dass das Gewahrsein schrumpft, kollabiert, in sich zusammenfällt. Das sind vielleicht so kleine Stadien, die sich zu identifizieren lohnt. Da, wo wir jetzt sind in unserem Kurs, geht es darum, irgendwie ein tieferes Gespür für das Klima oder für den Ort, wie Christoph sagt, zu entwickeln, woraus und woher ich komme. Dieser Ort in der buddhistischen Psychologie ist natürlich das Citta, und die Praxis von Citta Upasana in der Satipatthana-Übung stellt Fragen nach, wie gesammelt ist dieser Geist, wie ärgerlich ist dieser Geist, wie erheitert ist dieser Geist, wie kontrahiert oder wie offen ist er. Ist er übertrefflich oder unübertrefflich? Mit anderen Worten, ist er erhaben in seiner Verfassung oder ist er kleinlich und eng? Oder ist er noch, wäre er zu entfalten? Gibt es Entfaltungsmöglichkeiten? Wenn wir das psychologisch übersetzen, dann können wir Fragen stellen. Wir können, wenn wir einmal einen Gewahrseinsraum etabliert haben im Körper, das innere Klima etabliert haben, anspüren, können wir uns fragen, wie ist es da? Das ist eine Frage. Wie ist es jetzt? Ist das da drin nett? Ist das freundlich? Bin ich da willkommen? Ist es heiter? Ist es ruhig? Ist es eng? Ist es dunkel? Solche Sachen. Wir kriegen ein Gespür für quasi das innere Klima,
aus dem heraus wir da sitzen, mit dem wir da sitzen. Dieses Klima ist etwas, was wir generieren die ganze Zeit. Ihr könnt da sitzen und von außen sieht es nicht sehr anders aus, aber ihr könnt euch absolut euphorisch fühlen und ihr könnt euch absolut niedergeschlagen fühlen. Wenn ihr lange genug da sitzt, werdet ihr beides erleben. Ohne dass sich außen sehr viel ändert. Ihr esst, ihr sitzt, ihr geht, ihr steht auf, ihr geht aufs Klo, ihr legt euch nieder. Einer gibt einen Tog, ein anderer gibt einen Tog. Ja, die Tage kommen und gehen. Und ihr geht durch verschiedene Phasen von Emotionen durch. Dieser Raum wird besetzt von Klima, von einem Klima, das sich ändern kann. Und es ist gut, dieses Klima zu kennen. Manchmal hilft die direkte Frage, wie ist es? Was passiert? Wie fühlt es sich an? Kann ich damit in Beziehung bleiben? Das sind drei sehr nützliche Fragen. Was passiert? Wie fühlt es sich an? Kann ich, ohne da rein zu plumpsen mit beiden Füßen, kann ich in Beziehung bleiben zu diesem Innenraum? Ja. Was immer das ist. Leichte Unsicherheit, mulmiges Bedrohungsgefühl, wohlige Geborgenheit, was auch immer. Ja. Je differenzierter eure Selbstwahrnehmung ist an dem Punkt, umso differenzierter werden eure Mittel sein, mit dem umzugehen. Eine zweite Frage ist, das, was da drin passiert, wenn ich meine Gedanken jetzt anschaue oder meine Vorstellungen oder meine Bilder, die da in mir herrschen, ja, weil, obwohl wir das Denken nicht ermutigen, habe ich den Verdacht, dass ihr laufend denkt. Ja. Für mich seid ihr unter Generalverdacht. Ihr unbußfertige Denker. Heimliche Denker hier. Also ich kann mir einfach mal, statt dass ich mit diesen Gedanken rede oder denen versuche Recht zu geben oder sie zu widerlegen, kann ich einfach mal schauen, was sind denn das? Wenn diese Gedanken Stimmen hätten, was wäre das für eine Tonlage? Ja? Der da brabbelt und murmelt, der grummelt, der keift, ja? Der will was hier, der ist genervt, der ist gelangweilt, der ist gekränkt, der ist neugierig, der ist ein bisschen frech. Ja? Wir können quasi hören, was die sagen. Wir können uns das anschauen und schauen so von der Distanz, was die so machen. Und dann können wir schauen, was treibt diese Gedankenschiffchen an? Ja, wenn ihr euch so eine Thunersee-Innenlandschaft vorstellt, ja, diese Gedankenschiffchen, die treiben über den See. Aus welcher Ecke bläst der Wind? Ist das ein ärgerlicher Wind oder ist das ein lustvoller Wind oder ist das ein niedergeschlagener Wind oder ist das ein sehnsüchtiger Wind oder eher ein freudiger Wind? Ja. Aus welcher Ecke, was ist der emotionale Brennstoff, der meine kleinen Gedankenschiffchen, der ihnen die Segel füllt zum Beispiel? Das ist ganz gut. Statt dass wir den Gedanken für bare Münze nehmen, fragen wir, ist das mit Freude wirklich oder ist das eher Neid jetzt? Ja. Sie hat dieses schöne neue Tuch. Ist das wirklich mit Freude, wie ich das spüre, oder ist das eher, ich hätte auch gern so ein, wo sie das wohl her hat? Ihr kriegt irgendwie mit, auch wie das umkippen kann, ja? Irgendwie die Wertschätzung, sehr schön, schön, dass sie das hat, wunderbar. Ich sehe das jeden Tag vor mir und dann denke ich, irgendwie was anderes, ja? Die Windrichtung ändert ein bisschen. Ja? Wir merken solche Sachen. Das ist eine Frage. Also, was ist der Nährboden dieser Bilder, dieser Vorstellungen, diese Begrifflichkeiten und Gedanken, die auftauchen in uns. Einfach so fragen, wo kommt das, aus welcher Ecke? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Eine dritte Frage ist manchmal ganz nützlich, wenn wir fragen, okay, wenn ich jetzt einsteige auf diese kleine Fantasie, wenn ich einsteige auf diese kleine Erinnerung, wenn ich einsteige auf diesen Gedanken, wohin trägt mich das? In 2 Minuten, wo lande ich? Auf welche Klippe werde ich geworfen, wenn ich jetzt einsteige auf diesen Gedanken? Wenn ich da wirklich 5 Traum von Anapanasati, was soll's, habe ich lange genug gemacht, jetzt denke ich den durch. Ja, jetzt gehe ich dem nach, da springe ich auf. Wohin wird er mich tragen? Ich weiß nicht, bei solch geht, aber viele meiner Gedanken sind nicht sonderlich originell. Vieles wiederholt sich. Bei einigen Sachen kann ich ziemlich genau sagen, wo ich lande, wenn ich da jetzt drauf einsteige. Einer meiner Lehrer hat immer gesagt, wenn ich deprimiert werden will, dann denke ich über mich nach. Ich sage ich. Ja, mein Leben ist. Ich bin. Und dann zeigt er, ja, und sind ganz gut. Ich immer.
Ja, und ich nie. Und so, solche Sachen. Also ich frage mich, da bieten sich so Gedanken an, appellieren, dass ich meine Aufmerksamkeit ihnen schenke, appellieren, dass ich sie quasi billige, mich mit ihnen abgebe. Und wenn ich das tue, wo lande ich in 2 Minuten? Sehnsüchtig und frustriert, niedergeschlagen, alte Ohnmachtsgefühle, gierig und noch 2 Stunden bis zum Essen. Sexuell erregt oder genervt und gelangweilt. Der alte Verlierer, ja. Während andere in die Ferien fahren mit dem Camper, sitze ich hier rum. Und viele der Gedanken, ich vermute einfach mal, das ist bei euch nicht anders als bei mir, viele der Muster sind vertraut. Ja. Und wenn ich da aufsteige, dann weiß ich, okay, wenn ich auf den einsteige jetzt, dann bin ich, wenn ich auf diesen Zug einsteige, der bringt mich nach Tristanien. In 5 Minuten bin ich irgendwo, steige ich in Tristanien. Also, achte dann mal solche Sachen. Ja. 3 Fragen. Wie ist es jetzt, wenn ich so quasi das Litmuspapier in meine innere Brühe tunke? Was ist das? Was ist das für eine Salbe, in der ich da stecke? Ja. Ist das heiter oder ruhig? Ist das gesammelt? Ist das gekränkt? Ist das aversiv oder sehnsüchtig? Wenn ich mich frage, das, was da so auftaucht, und ich bitte euch, das zu tun nur bei wiederkehrenden Dingen. Viele Gedanken, die brauchen einfach nichts anderes, als dass sie sagen, okay, du bist nicht wichtig, zurück zu meiner Übung. Ja, so wie Christoph das beschrieben hat mit dem Torwächter. Ich schütze mein Objekt. Viele Gedanken sind einfach aufgewärmte Buchstabensuppe von letzter, so der letzten begrifflichen Woche. Ja, das ist einfach, ist nicht wichtig. Stücke aus Erinnerungen, aus Färbung und Gesprächen und so, Ersatzstücke, die mitschwimmen. Das gilt nicht, das ist nicht wichtig zu begründen. Ja. Aber die Dinge, die zäh sind, wenn ihr immer von denselben Leuten denkt, wenn ihr euch immer in denselben Rollen konstituiert, wenn ihr immer wieder über dieselbe Sache kreist, wenn euch das dritte Mal jemand nervt an einem Tag, dann wisst ihr, da ist was. Ja. Fragt euch, aus welcher Ecke, was ist das für ein emotionaler Wind, was ist der emotionale Nährboden dieser Gedankentätigkeit? Die letzte Frage, die stellt, wissend, dass einiges sich wiederholt in unserem Leben, wo lande ich, wenn ich mich auf das einlasse? Habe ich mich schon auf sowas eingelassen und wo hat mich das gelandet oder wo landet mich das immer wieder? Wenn das zu kompliziert klingt, dann bitte kehrt einfach zum Atem zurück, kehrt zum Körper zurück. Wir werden nicht müde, das zu sagen, weil wir beide an die Notwendigkeit verkörperter Beziehung glauben. Beziehung zu diesem Körperwesen und dem, was es spürt. Wir glauben beide, dass Körper viel intelligenter ist, als wir uns eingestehen und viel verlässlicher auch in seiner Botschaft, woran wir sind mit uns. Also lasst euch von dieser Anleitung nicht verrückt machen, braucht diese Fragen gelegentlich, braucht sie sparsam für die wiederkehrenden, die hartnäckigen Themen und kehrt zurück, demütig zum Atem und zur Sammlungsübung, wenn ihr merkt, das Ding, das ich untersuchen wollte, hat mich reingerissen. Ja, manche Dinge, die wir untersuchen wollen, heroisch, die springen uns plötzlich in den Nacken. Und der Jäger wird der Gejagte, ja, oder der Forscher wird dann plötzlich zum Beutetier oder was auch immer. Ja, und das ist der Moment, wo ihr einfach loslässt, zurück zum Atem, zum Körper, zur Haltung kehrt. Und das übt, wovon wir seit Tagen reden. Gut, lasst uns üben.